Ja, hey. Ich bin's ja Finn und Thema der Woche ist Passing Chips. Ja, tut mir leid, dass ich das gestern irgendwie voll verpennt habe, aber ich habe gestern Berufsschule und dann sind wir meinen neuen Schreibtisch holen fahren, der dann nach, ich glaube, 1 oder 2 monatigen Verspätung auch mal nicht ankam. Und ja. Also, Tipps. Ich würde sagen, ein Tipp ist auf jeden Fall, wenn man vor seiner Outing-Phase schon anfängt, sich jungenhaft oder mädchenhaft zu kleiden, je nachdem, was man halt erreichen will, dann würde ich sagen, dass auf jeden Fall auch hilfreich wäre, wenn man sich auf jeden Fall auch schon mal Gedanken dazu macht, wie man wirklich rüberkommen will. Und ja, keine Ahnung, also der beste Tipp ist eigentlich, du selbst zu sein, auch wenn du halt anders bist. Weil, keine Ahnung, also ich kenne das halt nur so, dass ich zu meiner Outing-Phase ziemlich oft, ja, wie soll man das nennen? Also ich wurde halt öfters gefragt, ob ich jetzt ein Mädchen oder ein Junge bin, weil meine Stimme war halt früher echt katastrophal und ja, deswegen wurde ich halt oft gefragt, weil das konnte man halt nie zu einem wirklichen Jungen identifizieren oder wenn dann nur zu einem, der so 12, 13 war und ich sah mittlerweile auch schon aus wie 15, 16 oder so. Und ja, das war dann ein bisschen doof und also, keine Ahnung, also das sind so meine Tipps, so, weil sei einfach du selbst und dann passt das. Je nachdem, was du halt sein willst, von mir aus kannst du auch, keine Ahnung, auch schwul sein oder so, aber ja, nein. Du musst halt du selbst dabei sein und du musst ja auf jeden Fall sicher sein, dass du es wirklich willst. Ja. Passing. Was kann man noch dazu sagen? Ja, ich würde die bei älteren, also was heißt älteren? Halt jüngere Menschen, aber schon was älter, die Brüste verdecken und halt je nachdem, wie es so ist, halt gucken. Ja, das war es dann so von mir und bis nächste Woche.